So, wir sind gerade unterwegs an einen schönen Spot, um die Runcam 5 Orange zu testen, die ich jetzt ganz neu bekommen habe. Juhu! Was in der Schachtel drin ist, verrate ich euch jetzt. Hi und Servus miteinander. Wir packen die Runcam 5 Orange mal kurz aus. Im Endeffekt gibt es dazu genügend YouTube-Videos, es gibt dazu genug Info im Netz, es soll kein In-Depth-Unboxing werden. Und im Endeffekt habe ich sie auch schon geflogen. Ich finde nur die SD-Karte mit dem ursprünglichen Video nicht. Deswegen habe ich sie jetzt nochmal kurz eingepackt. Die kommt hier in dieser schönen, stabilen Box. Und drinnen ist im Endeffekt die Runcam 5 in sauber. Die hat hier ihren Slot für SD-Karte und Reset-Knopf. Ganz sehr fest. Geht also nicht aus Versehen auf. Finde ich schon mal gut. Macht so einen halb wasserdichten Eindruck. Hier hinten ist sie aber offen, also die ist nicht wasserdicht. Hier sind so Belüftungslöchlein, sieht man sie irgendwo im Licht. Also wasserdicht ist sie nicht. Hier ist der Micro-USB-Anschluss fürs Laden. Und hier oben haben wir den einzigen Knopf, den wir für die Bedienung brauchen. An, aus, Videoaufnahme starten oder eben auch Einstellungen lesen. Und vorne die Linse natürlich. Wieso habe ich mir die Runcam 5 Orange gekauft? Meine einzig andere Actioncam ist eine Apeman. Günstige China Billigcam oder wie auch immer. Die ist ganz cool für Snowboarden. Die ist ganz cool für auch so mal Stand-Up-Paddeln. Die ist in etwa gleich groß. Kann auch, beide können 4K. Die hat sogar Wi-Fi. Allerdings, um die wirklich stabil und wasserfest zu machen, bräuchte ich quasi dieses Ungetüm an Hülle. Das stört nicht auf dem Stand-Up-Paddleboard, das stört nicht beim Snowboarden, aber für aufs Quad ist sie dann doch damit ein bisschen zu schwer. An sich, die glaube ich um die 60 Gramm, 62, 65 Gramm und die hier 57, ich weiß aber nicht hier, ich werde die Zahlen irgendwo einblenden. Im Endeffekt ging es mir darum, eine kleine, leichte, kompakte und auch widerstandsfähige Cam zu haben, die ich auf mein Quad montieren kann. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe mich für die Runcam statt für die Caddx entschieden, weil ich keine Wi-Fi-Konnektivität brauche, weil ich dieses flache Color-Profil gern mag, um vielleicht hinterher noch ein Color-Grading zu machen. Oder wir werden es in den Flugaufnahmen gleich sehen. Eine GoPro Hero 5 Session, ich weiß nicht, wie genau die heißen, die jetzt nicht mehr hergestellt werden, hatte ich nie, kann also die Bildqualität auch nicht vergleichen. Ich habe die gab es jetzt bei Banggood für um die 90 Euro. Bisher bin ich sehr zufrieden. Was ist noch drin in der Verpackung? So. Es war drin eine Visitenkarte, wo drauf steht, wo man das Handbuch angucken kann im Internet und wie man an den Support gelangt. Es sind zwei Straps dabei, um die Kamera am Quad festzumachen. Oder auch woanders. Also ich hatte sie schon am Fahrrad auch mit so einem Strap. Deswegen habe ich jetzt nur einen hier. Und es ist ein USB-Kabel dabei. Es ist wie so ein flaches Kabel. Wir öffnen die Runcam-App auf dem Mobiltelefon und können dann die Runcam 5 Orange auswählen. Und dann gibt es Standardeinstellungen, die man in jeder anderen Cam auch so einstellen könnte. Ne? Videoqualität, Auflösung, ISO. Also tatsächlich habe ich das auf einen niedrigen Wert, um eine relativ hohe Verschlusszeit zu erzwingen. Wir können den Farbstil einstellen, also flach oder ein bisschen saturierter. Und die Lautstärke, normal ist quasi normal laut. FPV ist etwas gedämpft und das ist ganz gut, sonst fallen die Ohren weg. Wir haben eine Verzerrungskorrektur und auch eine Bildstabilisierung. Die wollte ich aber jetzt gar nicht nutzen. In den allgemeinen Einstellungen können wir noch so die Timestamp, Sättigung, Belichtung, Kontrast etc. alles solche Sachen noch einstellen. Wenn wir dann auf Anwendung gehen, erzeugt die App diesen QR-Code. Sie sagt uns sogar, was wir tun müssen. Kamera einschalten. Doppelt auf den Auslöser drücken. Licht leuchtet blau und wir können den QR-Code einscannen. Die Kamera hat es akzeptiert. Fertig. So leicht wechseln wir hier die Einstellungen. Aber genug Gefasel. Jetzt gehen wir fliegen.
Wir fliegen hier in 1440p und 60 Frames. Die Kamera zeichnet da in einem 4:3 Format auf. Das heißt, wir nutzen den ganzen Sensor und können es nachher im Post-Processing auf 16:9 strecken. Der Farbstil ist diese flache Farbe. Das heißt, wenig Kontrast, wenig Sättigung. Dafür aber mehr Details in den Schatten. Was aber auch auffällt, jetzt wenn wir gegen die Sonne auf diesem Wald zu fliegen, natürlich versucht die Kamera die Belichtung auszugleichen und dementsprechend wird der Schatten eben dunkler, wenn der Hintergrund hell ist. Das ist aber ganz normal, wenn man den Belichtungswert auf Automatik stellt, denn wir könnten ihn zwar feststellen, dann hätten wir aber das Problem, dass es an einer Stelle vom Bild immer zu hell oder an der anderen immer zu dunkel wäre. Ansonsten muss ich sagen, gefallen mir die Aufnahmen sehr gut, sie sind schön scharf. Ich merke jetzt keine großartige Vibration vom Quad oder sowas, sondern eigentlich ruhig. Wenn es mal ruckelt, dann ist es tatsächlich, weil ich irgendwie ungenau und unsauber und ruckelig fliege oder Prop Wash habe. Jetzt schauen wir mal, was wir mit ein bisschen Color Grading auf Auto machen können und wie das Bild dann auf 16:9 gestretched aussieht. Also das war's von den Testflügen, das war's mit der RunCam 5 Orange. Tipps, Tricks, Hinweise, wie ich die Kameraqualität noch ein bisschen verbessern kann, natürlich gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo dalassen, da freue ich mich. Bis bald.